Schmeiß alles rein. Geht's oder soll ich dir helfen? Es tut mir leid, Raoul, aber es ist einfach... Mein Name ist Aline, ich bin 31 und alleinerziehende Mama von 2 wunderbaren Kindern. Wir tanken jetzt Gold. 2 Wochen lang erlebe ich, wie Aline kämpft, als Alleinerziehende mit Vollzeitjob. Für die nächste Woche reicht es. Geld ist immer Thema, denn obwohl Aline Vollzeit arbeitet, reicht es oft nicht. Rostbratwürstchen oder so, ja, die sind halt teurer geworden. Aber soll ich den Kindern jetzt sagen, nö, das ist ja schon das Billigste vom Billigen quasi. Soll ich jetzt sagen, nö, jetzt gibt's gar nichts mehr? Ich würde schon sagen, dass die Kinder mit mir an der Armutsgrenze leben, ja. Hier lebt Aline seit 9 Jahren in Hürth bei Köln. Um 6:30 morgens treffe ich sie. Hi, ich bin bei dir. Ja klar, so wie immer. Komm rein. Sie wohnt mit ihren beiden Kindern auf 64 Quadratmetern. Und die beiden schlafen noch. Die schlafen noch, ja. Wollen wir sie wecken? Ja, so wie immer, ne? Ja, dann wecken wir sie mal. Raoul und Paulina haben heute in Aylins Bett geschlafen. Das Bett hat Aline aus Paletten selbst gebaut. So. Und ich finde es schon heftig, wie früh der Tag für die drei beginnt. Guten Morgen, mein Schatz. Gut geschlafen? Ja. Oh, da ist aber noch jemand müde. Morgen, Raoul. Paulina ist 9. Zu ihrem Vater hat sie keinen Kontakt. Am besten nicht dabei reden. Raoul ist 5. Er sieht seinen Vater regelmäßig. Du kommst in die Schule? Ja. Unterhalt zahlt nur Raouls Vater. Es ist etwas mehr als das gesetzliche Minimum. Den Rest stemmt Aline alleine. Aber du wirkst schon ziemlich entspannt dafür, dass es so früh ist und dafür, dass deine Tage lang sind. Noch. noch. Guck mal. Es ist doch noch gar nicht so weit. Ess doch jetzt erstmal dein Essen, aber bevor. Wir bringen dich zuerst. Nein! Raoul möchte nicht in den Kindergarten, aber er muss, weil Aline arbeiten geht. Natürlich tut mir das weh, ihn so zu sehen, ne? Aber ich bin halt gezwungen, ihn irgendwie in den Kindergarten dann zu bringen. Auch wenn er das nicht möchte. Aber es geht halt nicht anders, ne? Man muss arbeiten, als hätte man keine Kinder. Man muss Mama sein, als hätte man keinen Job. Das zerrt an den Nerven, das zerrt am Selbstwertgefühl. Viel Spaß in der Schule, Engel. Bis später, ja? Ja. Tschüss. Vor der Arbeit geht Aline noch mit ihrem Hund Nala Gassi. Um 9 muss sie im Büro sein. Dahin möchte sie mit der Kamera aber nicht begleitet werden. 2 Ausbildungen hat Aline abgeschlossen. Zuletzt eine als Industriekauffrau. Jetzt arbeitet sie in einer Reinigungsfirma. Da kümmert sie sich um die Dienstpläne und verdient dabei 1.600 Euro netto im Monat. Das ist ja schon stressig und ich habe ja auch gesehen, schmerzlich, ne? Die beiden so lange abzugeben. Zu welchem Preis machst du das? Also wie wichtig ist das, dass du Vollzeit arbeitest? Warum machst du das? Ja, irgendwo muss ja alles her, ne? Miete muss bezahlt werden, Essen muss bezahlt werden. Von Luft und Liebe kann man leider nicht leben. Und das ist halt der Grund, ne? Also würde ich Teilzeit arbeiten gehen mit 20, 25 Stunden, das würde vorne und hinten nicht passen. Also das würde meine Ausgaben überhaupt nicht decken. Ja. Und wie ist es jetzt? Hast du denn jetzt so, dass du dir sagst, du arbeitest auch, um dir das ein oder andere erlauben zu können? Viel bleibt da jetzt nicht übrig. Klar ist dann mal Eis gehen drin oder so kleine Dinge halt. Aber ich gab dann auch schon so Situationen im Geschäft. Da gab es so frisch gepressten O-Saft und der Raoul wollte das unbedingt haben. Und dann sagte die Paulina nur, nein, Raoul, das ist zu teuer, das kann die Mama sich nicht leisten. Und das sind dann so, es tut halt weh, ne, wenn die eigenen Kinder dann sowas sagen. Es ist echt, klar hätte ich es lieber leichter, aber es ist halt nicht immer so. Mhm. Und wir reden hier von einem O-Saft, ne? Also es ist jetzt keine Playstation, die dann im Regal weiter steht. Mhm. Ja,
Aber das ist schon traurig eigentlich, dass die Paulina das, dass die das halt so wahrnimmt. Ne? Und ich versuche das den Kindern irgendwie so beizubringen, ja, dass sie das nicht so spüren. Ne? Aber es ist halt nicht immer einfach, Nein zu sagen. Klar würde ich dem gerne alles kaufen, aber es ist halt nicht immer drin. Ich merke schnell, dass es bei Eileen nicht nur ums Geldverdienen geht, wenn sie vom Arbeiten spricht. Immer wieder sagt sie mir, dass sie um jeden Preis ihre Unabhängigkeit behalten möchte. Alles offen zu legen, um staatliche Leistungen zu bekommen, das wäre die Hölle für sie. Mit Hartz IV und allen Zuschüssen wäre sie allerdings finanziell kaum schlechter dran. Sie schätzt, dass sie so nur knapp 200 Euro weniger hätte, dafür aber natürlich viel mehr Zeit. Entweder fehlt mir das Geld oder mir fehlt die Zeit. Es gibt Menschen, die gehen gar nicht arbeiten und haben eigentlich unterm Strich genauso viel. Und weniger Stress. Nach der Arbeit Kinder abholen. Wenn man, ja, mein Tank ist leer. Das heißt, wir müssen gleich kurz tanken. Ja, okay. Das ist auch so eine Sache. Die mache ich immer kurz vor knapp. Und dann tanke ich auch. Ich tanke tatsächlich immer nur voll, wenn mein Gehalt drauf ist. 300 Euro im Monat verfahre ich Sprit, ja. Wahnsinn. Ich würde sie auch gerne die öffentlichen nutzen, aber das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Das ist unmöglich. Also selbst mit einem Kind, weiß ich noch, als ich eine Vollzeitstelle hatte, ist es unmöglich. Wenn man dann rechnet, der Kindergarten hat von 7 Uhr auf bis 16.30 Uhr, da kann man sich ja schon ausrechnen, wenn man eigentlich einen 9-Stunden-Tag hat, dass das, ja, da müssen einem Flügel wachsen. Also heute sind wir tatsächlich gut in der Zeit, weil wir haben erst 8 Minuten vor 5. Und um 5 ist Schicht. Um 5 ist Schicht, ja. Okay. Genau. Für Paulina hat Eileen extra die Schule mit den längsten Betreuungszeiten ausgesucht. Oft ist Paulina die Letzte, die abgeholt wird. Es ist jetzt 17 Uhr und alle drei sind seit 10 Stunden aus dem Haus. Der dreht halt jetzt völlig auf. Das Muttersein hatte sich Eileen eigentlich anders vorgestellt. An der Seite von einem Partner. Die Beziehungen zu den Vätern von Raoul und Paulina sind aber gescheitert. Seit vielen Jahren wühlt sie sich alleine durch den Alltag. Du musst jetzt aufpassen, die Nala spielt nämlich nicht Stöckchen, die spielt Stämmchen. Ach, Stämmchen. Ihre größten Sorgen behält Eileen meistens für sich, vor allem vor der Kamera. Ach, guck mal, das liebe ich ja, ne? Wenn hier so die Sonne ist und dann hinten Schatten. Ich mag das dann total, wie die Landschaft dann aussieht. Richtig schön hier. Oh, und das Geschrei von da ganz hinten. Ja, das ist gut, dass das dann so weit hinten ist, dann ist das nicht so, ist das nicht so laut. Komm, Nala. Wow. Aber du bist jetzt auch nicht die klassische Helikoptermama, die jetzt schon hektische Flecken kriegt, weil die beiden so weit weg sind? Nö. Ne? Nö. Okay. Ich muss mir ja nicht noch mehr Stress machen, als ich habe, ne? Oh. Ja, ja. Das sind auch schon lange Tage für die beiden, ne? Ja, ja, es tut mir auch leid, ne? Weil ich denen nicht das geben kann, was vielleicht andere den Kindern geben, weil ich halt nicht da bin. Aber das ist auch wieder so eine Einstellungssache. Ich möchte ja meinen Kindern Vorbild sein. Den zeigen, wie das Leben funktioniert. Und das Leben kann nicht funktionieren ohne Arbeit, weil nichts fällt vom Himmel. Mhm. Es ist einfach so. So, und du hast alle Hausaufgaben fertig oder muss ich noch mal gucken? Ich doch, Mathe habe ich fertig. Perfekt, perfekt. Auf was wetten wir? Wenn ich nicht fertig bin, musst du die Spülmaschine ein- und ausräumen. Aber das ist doch, was mache ich doch gerne? Dann musst du das Auto putzen. Mach ich auch gerne. Liebe Autoputzen. Mach ich auch gerne. Tschüss, geht's schon Autoputzen. Du kannst ja leider nichts finden. Du kannst dann zu Hause die Wohnung wischen. Oh Mama, ja, ich weiß, was ich... Sag mal, Pfannkuchen? Ja. Natürlich kümmert sich Eileen auch heute wieder alleine um den Haushalt. Und ich finde es einfach nur krass, wie durchgetaktet ihr Leben ist. Sie funktioniert, so sagt sie es immer wieder. Hast du eigentlich irgendwann mal frei? Oder sowas? Wovon? Ja, also von Kindern, Arbeit, Haushalt. Nein. Nein. Gar nicht? Nee. Macht ja sonst keiner. Und klar hätte ich gerne mal frei, aber habe ich nicht. Du sagst das jetzt so strahlend, aber ich... Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer natürlich so ist das, einfach ist. Natürlich ist das nicht immer einfach. Aber welche Alternative habe ich? Ich muss doch. Ich muss doch. Es gibt viele Momente, wo ich einfach das Handtuch schmeißen wollen würde, weil mir alles zu viel wird.
das Ganze. Hilfe anzunehmen ist Aileen oft unangenehm. Trotzdem ist sie dankbar, dass ihre Freundinnen ihr immer wieder gebrauchte Kleidung schenken. Also Sommersachen braucht sie tatsächlich neue. Und wie viel von den ganzen Sachen, die jetzt hier liegen, hast du selber gekauft? Also, wenn wir jetzt mal die Röcke nehmen, habe ich gar keinen gekauft. Tatsächlich nicht. Irgendwie kommen die Klamotten aus allen Ecken. Ich weiß auch nicht, von wo die überall kommen. Also wenn du das jetzt alles selber kaufen müsstest, könntest du das überhaupt? Nein, könnte ich nicht. Also ich gehe auch immer im Sale einkaufen. Ich kaufe nie zu regulären Preisen. Du hast ja gesagt, ihr seid arm, aber man sieht es euch nicht an. Da gebe ich mir auch echt Mühe. Also wenn du mich fragst, wie alt die Bluse ist, dann wirst du mich wahrscheinlich, die habe ich schon 10 Jahre. Aber ist dir das auch wichtig, dass man nicht sieht, dass ihr nicht so viel habt? Ja, ich finde, das hat auch was mit Anstand zu tun, sich angemessen zu kleiden. Und es muss nicht immer teuer sein, sagt ja keiner. Also, aber es muss vernünftig aussehen. Aber dann erzähl doch mal, was du gerade erzählt hast, als die Kamera aus war, was du so machst. Was ich so mache? Ich weiß nicht. Also tatsächlich hat mich da so ein Kleidungsstück angelacht, was so ein richtig flauschiger Mantel. Der war halt allerdings tatsächlich ein kleiner Container. Und mir hat er nicht gepasst. Aber habe ich gedacht, nehme ich den für Paulina mit oder für meine Mama. Und dann waren da wirklich ganz viele blaue Säcke. Die waren tatsächlich noch zu. Ich kann dir nicht sagen, was in dem Moment in mir vorging. Ich weiß nicht, ob ich mich schämen sollte oder nicht. Aber irgendwie natürlich habe ich geguckt, dass keiner guckt irgendwie. Aber selbst wenn, war mir das egal, weil ich habe da so aus dem Sack genommen und habe mir so gedacht, kann man gebrauchen oder nicht? Du bist schon eher pragmatisch unterwegs, ne? Dass es nicht so drauf ankommt, wie der Weg dahin war, sondern dass das Ergebnis dann am Ende zählt, oder? Ja, aber fragt mich denn jemand auf der Straße, wo ich das her habe? Fragt mich doch keiner. Nö. Und selbst wenn, habe ich damit wirklich kein Problem zu sagen, ich habe das aus der kleinen Sammlung. Wirklich, das glaubt mir dann keiner, ne? Aber es ist dann halt so. Es ist spät abends und Raoul und Paulina toben noch lange rum. Aber dann wird erst, als sie schlafen, versucht auch Aileen abzuschalten. Mehr als eine Serie, bei der sie dann aber meistens einschläft, ist nicht drin. Auf sich selbst zu achten, das ist natürlich schwierig. Es ist egal, was mit einem selber ist, die Kinder gehen immer vor. Aber ich weiß, wenn es mir überhaupt nicht gut geht, kann es den Kindern nicht gut gehen. Wir sind auf dem Weg zum Spielplatz mit Ramona. Sie ist eine der wenigen guten Freundinnen von Aileen. Und irgendwie tut es mir gut, Aileen in diesem Moment ohne Termindruck zu erleben. Ramona war früher auch alleinerziehend. So tauscht ihr euch da auch manchmal drüber aus, nach dem Motto, ihr habt es ja beide erlebt oder erlebt es, alleinerziehend zu sein. Also ganz ehrlich, also die Ramona, die ist so mein, was sagt man dazu? Also da kann ich bin der Blitzableiter. Ja, total. Also immer, wenn es mal scheiße geht. Sagt man nicht. Das ist richtig. Also ich bin auch ganz oft ich ohne Ramona auch aufgeschmissen und meine Mama oder mein Papa. Ne? Ja. Weil wenn ich mal nicht kann, dann fährt auch mal die Ramona nach Köln und holt die Paulina ab. Echt? Ja. Man fängt sich da halt wirklich gegenseitig auf. So ist Aileen ja auch. Ich finde, eine gute Freundschaft macht aus, wenn ich weiß, okay, ich muss mich nicht jeden Tag melden, aber wenn was ist, kann ich auf denjenigen zählen. Und ich glaube, das ist bei uns so. Ja. Ja. Sie ist echt ein liebevoller, wundervoller, treuer Mensch. Treue Seele zum Herz. Da lacht man. Nein, ist echt so. Also was ich ihr auf jeden Fall von Herzen wünsche, ist echt mal ein Partner, der sie so liebt, wie sie ist. Und sie ist nicht einfach, gebe ich zu. Als Partnerin glaube ich sogar noch ein bisschen schwerer als Freundin. Aber die bleiben irgendwie alle nicht und ich verstehe nicht warum. Ich denke immer so, wenn ich meine Ansprüche weiter runterstelle, kann ich mir auch einen Kaktus neben das Bett stellen. Ne? Das ist wirklich so. Also, ein Job wäre ganz nett, ne? wäre ja schon mal ein Anfang und dass man halt nicht verarscht wird. Und ich bin, glaube ich, auch nur dadurch so, weil ich genau diesen ganzen Mist, weil ich damals keine Ansprüche gestellt habe, bin ich jetzt so, wie ich bin.
Nie wieder will Eileen sich abhängig machen. Nicht von Partnern, nicht von staatlichen Leistungen. Ihr Leben und ihre Finanzen regelt sie selbst. Darum hat sie eine große Entscheidung getroffen. Um Kosten zu sparen, wird sie mit den Kindern zurück zu ihrer Mutter ziehen. Ist das für dich schwierig, wieder ins Elternhaus zurück zur Mama zu ziehen? Ja. Ja, weil man wird ja irgendwo ein Stück weit zurückgeworfen. Aber es ist auch sehr viel Entlastung für mich. Und sehr viel Entlastung auch für meine Mama, denke ich auch. Ein Stück weit. Weil wir uns alles teilen. Ne? Das ja, ist dann halt, die Kosten meinst du? Genau, ja. Eileen zahlt dann 350 statt 770 Euro im Monat fürs Wohnen. Ja. Da ist auch schon die Mama. Packen in der Hand. Hallo. Hallöchen. Ja. Willkommen. Und ihr zwei habt euch schon eingerichtet. Ah, look, logisch. Ja. Die sind immer am schnellsten. Mhm. Stimmt's? In 2 Monaten werden sie umziehen. Ihre alte Wohnung hat Eileen schon gekündigt. Ja, und bald wohnt ihr alle hier. Wer freut sich am meisten? Paulina? Beide. Ich glaube, der Raoul ist noch nicht ganz so sicher, oder doch? Das wird ein Chaos. Also mir macht das generell nichts aus, viele Menschen, weil bei uns war immer die Tür, ging auf und zu, aber anders ist es bestimmt. Wenn man fahren kann. Wenn beide, genau. Ja, wenn man fahren kann. Ja. Wenn das jetzt nicht die finanzielle Sache wäre, würdet ihr es aber nicht machen? Es ist eine Entlastung für mich irgendwie tatsächlich. Ich weiß, was es bedeutet. Sind zwar nur 2 Kinder, aber sie ist alleine. Ich habe 3 Kinder und die habe ich quasi auch, naja, fast alleine großgezogen. Alleinerziehende, sie haben es verdammt schwer. Man hat das Gefühl, man kann nicht mit den anderen mithalten. Und ich rede jetzt nicht von der Oberschicht, sondern von der ganz normalen Mittelschicht. Das Haus ist 74 Quadratmeter groß. Wohnen werden sie hier mit 3 Erwachsenen und 2 Kindern. So. Das wäre dann Paulinas Zimmer irgendwann. Das ist schön. Und da muss deine Mama jetzt ordentlich wegräumen. Ja, hier muss ein Schreibtisch hin, hier muss ein Bett hin. Mhm. Hier ist dein Bruder dann? Genau, das ist das Zimmer dann von meinem Bruder. Ja. Und am besten den Kopf einziehen. Oh ja. Ja, das wäre dann das Reich von Raoul und mir. Okay. Das ist eigentlich das Schlafzimmer von meiner Mama, ja. Und wo geht deine Mama hin? Meine Mama zieht dann in den Keller. Echt jetzt? Ja, die zieht in den Keller. Ich bin der Mama da auch ganz dankbar, dass ich diese Option habe, hier hinzuziehen. Weil das ist auch, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber es ist auch so ein Stück Freiheit. Auch wenn man wieder zu Mama zieht, es ist trotzdem ein Stück, wo so die Last einem genommen wird. Oder? Hoffe ich. Doch, mal. Aber wenn du Eileen manchmal siehst in ihrem Alltag, mit den Kindern alleine arbeiten gehen. Ich habe bis jetzt mich sehr gewundert, dass sie das wirklich überwiegend alleine hinbekommen hat. Ich entlaste sie manchmal, wo ich sage, ich hole die Paulina mal schon. Aber ich habe auch Schichtwechsel, also kann ich das auch nicht immer. Und das ist an für sich kein so tolles Leben, weil du hast einen Plan, der muss durchgezogen werden. Braucht nur ein Kind ein bisschen Husten oder Schnupfen haben und da ruft der Kindergarten an. Je nachdem, bei welchem Arbeitgeber du bist, reagiert da auch verschieden. Ne? Ja, entweder man funktioniert oder halt eben nicht. Ja. Du brauchst noch ein bisschen Ruhe, Kind. Ja. So, dann hol mal ein paar Kirschen. Könnt ihr die naschen? Während der gesamten Dreharbeiten merke ich, wie sehr Eileen unter Druck steht. Und wie wichtig es ihr gleichzeitig ist, stark zu bleiben. Für ihre Kinder. Die Zukunft von Raoul und Paulina ist ihre größte Sorge. Sie sollen es mal besser haben als jetzt.
Paulina, wenn du so daran denkst, wenn du groß bist, gibt es da so ein paar Sachen, die du genauso machen möchtest wie Mama? Und gibt es vielleicht auch ein paar Sachen, die du anders machen möchtest, als Mama das jetzt macht? Ich will auf jeden Fall besser machen als Mama, dass ich nicht zu viel arbeite und die Kinder dann auch früh abholen kann. Mhm. Nein, dann können die mit den Freundinnen spielen, also Freunden spielen. Mhm. Aber verstehst du, warum die Mama das so macht, wie sie es macht? Ja. Ja. Mama arbeitet viel, damit sie auch Geld verdient und damit sie uns halt auch was kaufen kann. Und sie sie holt uns auch immer so spät ab, weil sie nicht früher kann. Und Mama gibt sich auch Mühe, dass wir ein ganz schönes Leben haben. Und macht sie das gut? Ja. Cool. Ich stehe doch gar nicht, Paulina. Oh, du guck, hier ist ein Pau. Das ist ein R. Nee? Oder, nee, ich brauche ein A. Du hast kein A. Doch, das ist ein A. Hä, nee. Doch, dann schreib doch bitte deinen Namen daneben hier, wenn du das kannst. So. Okay, gut. Dann haben wir das in deiner Handschrift jetzt auch, ja? Während Paulina Klavier spielt, ertappe ich mich dabei, dass mich das Klavier im Wohnzimmer schon ein bisschen überrascht. Und das ist ja schon ein besonderes Klavier. Na, warum ist es das geworden für dich? Nee, es war ein ganz günstiges Klavier. Und das ist auch schon sehr alt, das Klavier. Ne? Das ist kein neues Klavier. Aber du fängst gerade, weil ich die Frage gestellt habe, an zu rechtfertigen. Also ist das so? Ja, ich komme oft in diese Bedrohle, um mich rechtzufertigen. Einfach aus dem Grund, weil so viele sagen, ja, aber du hast doch das und du hast doch das und du hast doch das. Aber die sehen nicht, was ich alles nicht habe. Und ich finde es wichtig und es gibt nichts Wichtigeres für Kinder als Bildung. Und das sollte an erster Stelle stehen, nur es wird halt nicht immer gefördert von außen. Und da stehe ich in meiner Verpflichtung, das meinen Kindern zu geben. Also das finde ich wichtiger, als irgendwelche Konsolen anzuschaffen oder irgendwelche Spiele. Also das geht für mich die Musik definitiv vor. Es ist der letzte Tag vor den Sommerferien. So richtig Urlaub haben die drei zusammen noch nie gemacht. Hast du manchmal das Gefühl, dass den beiden, wenn die sich mit anderen vergleichen, dass denen was fehlt? Oder glaubst du, die sehen das gar nicht so? Klar, die Ferien stehen jetzt vor der Tür, alle fliegen irgendwo hin und wir waren vor der eigenen Tür. Ist das für dich schwierig, wenn du mitkriegst, dass deine Kinder sich vergleichen mit anderen? Einerseits ja, einerseits ist es schwierig. Aber andererseits weiß ich, dass meine Kinder die Dinge, die sie bekommen, zu schätzen wissen. Und ich finde, das ist auch schon sehr viel wert. Ja, doch, da würde ich tatsächlich jetzt rückblickend sagen, dass ich dann stolz darauf bin. Weil viele Eltern mich dann auch darauf ansprechen, ja, Aileen, warum freuen denn deine Kinder sich über so eine Kleinigkeit? Meine schreien dann noch rum, weil sie nicht noch mehr bekommen haben, zum Beispiel. Da weiß man dann halt auch irgendwo, okay, es ist nicht schlimm, wenn man nicht wirklich viel hat, aber das bisschen, was man hat, wird dann wertgeschätzt. Aileen, eine von über 2 Millionen alleinerziehenden Müttern in Deutschland.